Die Sparda Bank Baden-Württemberg präsentiert. Zugabe: Jazz Open Stuttgart 2018. Wir beginnen unseren Location-Check heute im Scala in Ludwigsburg. Ein Kinosaal aus den 50er Jahren, heute mit Tom Ibarra auf der Bühne. Das Besondere am Scala ist natürlich der tolle Saal, der renoviert wurde, der eigentlich vor 120 Jahren schon gebaut wurde. Und das Besondere ist, nicht wie andere Säle, die kaputt renoviert wurden, hat das Scala seinen Charme, diesen Charme der 50er Jahre voll erhalten. Und dann natürlich im Sommer dieser Außenbereich, der ist schon schön. Ich bin alter Ludwigsburger und das Scala ist natürlich Kult. Und hier so einen großartigen Künstler wie Markus Miller zu haben, ja, also cooler könnte es nicht sein. Weiter geht's zur nächsten Location, zurück nach Stuttgart ins Sparda Welt Event Center. Die Besucher genießen hier während der Jazz Open 6 Konzerte, ganz nah an Bühne und Künstler. Genauso familiär wie im Bix. Hier kommen die Konzertbesucher meistens schon etwas früher. Die Plätze auf der Terrasse sind nämlich heiß begehrt. Auf dem Schlossplatz sind die großen Open-Air-Konzerte. Jamiroquai, Lenny Kravitz, Joss Stone und Jamie Cullum, Kraftwerk und die Fantastischen Vier. Die Konzerte auf dem Schlossplatz sind alle schon ausverkauft. Wer keine Tickets mehr bekommen hat, der kann sich hier vor dem Schlossplatz in den Rasen legen und die Konzerte mithören. Ganz in Ruhe und ungestört. Das Stadtpalais ist eine der Open Stages, die es seit diesem Jahr gibt. Ohne Eintritt zu zahlen, kann hier jeder tollen Jazz erleben. Ich bin extra aus Wiesbaden hergekommen, weil ich das toll finde, so eine Veranstaltung an sich. Und in dem großen Paket auch mal kostenlos sowas mitzuerleben, finde ich toll. Also ich kombiniere das. Ich bezahle morgen und heute genieße ich das kostenlos. Finde ich eine tolle Idee. Ich finde, es ist eine deutliche Steigerung des Niveaus, weil es einfach das Angebot breiter macht und nicht so, naja, sagen wir mal, elitären Jazz. Und dann wäre da noch das alte Schloss. 4 Konzerte gibt es hier während der Jazz Open. Die Kulisse einzigartig. Ich finde, das ist ein besonderes Erlebnis in diesen Räumlichkeiten. Es ist sehr angenehm, weil ich hier schöne Erinnerungen lege. Ich durfte hier heiraten. Wir waren schon letztes Jahr da und es ist fantastisch. Ich finde das Ambiente und alles drumherum sehr schön. Also ich habe mich eindeutig entschieden. Ich finde das hier, das alte Schloss, ist eindeutig die schönste Location. Bei einem schönen Sommerabend wie heute so ein Konzert zu erleben, da könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen. Deshalb mache ich auch Schluss für heute. Jetzt geht's nämlich los. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.